Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Heute geht es um Kathi Hummels, um ihr komplettes Leben in der Öffentlichkeit. Da sind ja so einige Skandale hochgekommen, rausgekommen, aber es wird immer fleißig weitergemacht. Und ja, darüber sprechen wir heute. Zuvor, bevor wir aber beginnen, wollte ich euch erstmal für alle, die Kathi Hummels nicht kennen, darüber aufklären, wer ist sie und ein bisschen chronologisch durchgehen, zu was wurde sie. Sie wurde bekannt durch die Beziehung zum Nationalfußballer Mats Hummels. Zum Beispiel Kathi und Mats lernten sich 2007 bei der Vorentscheidung zur Miss FC Bayern München Wahl kennen. Ja, man glaubt es kaum. Der Fußballer saß nämlich damals in der Jury und Kathi, damals Fischer, gewann den Wettbewerb. Im selben Jahr wurden die beiden noch ein Paar. Hi ho, wer hätte das gedacht? Die gebürtige Bayerin mauserte sich also zur Spielerfrau und arbeitete als Kolumnistin für verschiedene Medien. Heute lebt Kathi getrennt von Mats. Dazu kommen wir aber gleich noch. Moderiert verschiedene TV-Shows, unter anderem Kampf der Reality-Stars, wie wir wissen, was wir immer so schön komödiantisch nachmachen jedes Jahr. Und arbeitet als Influencerin. Damals waren Mats und Kathi noch sehr, sehr jung. Max Hummels und sie beim 100. Geburtstag hier. Das blenden wir euch ein. Und zwar ist das der Geburtstag 2009 vom BVB. Es ist eines der ersten gemeinsamen Bilder des Paares in der Öffentlichkeit, was ich sehr, sehr, sehr süß finde. Dann kam ja 2012 die Europameisterschaft. Dort knipste Kathi im Deutschland-Trikot fleißig Fotos von Mats, der für Deutschland auflief. Höchst verliebt. 2014 teilte Fischer diesen Schnappschuss, bei dem sie Mats ein Bussi auf die Wange gibt. Dann heirateten beide am 15. Juni 2015 in München. 2017 gingen sie zusammen zu diesem Zeitpunkt auf das Oktoberfest. Zu diesem Zeitpunkt spielte auch Mats für den FC Bayern München. Es folgte die Krönung der beiden, das heißt, die beiden erwarteten einen Sohn. Kathi war 9.12.2017 in Berlin zur Spendengala in Herz für Kinder eingeladen. Dort war sie hochschwanger. Ludwig, der Sohn, erblickte das Licht dann der Welt. Kathi zeigt hier stolz ihren Sohn. Damals war das noch so, dass sie das Aussehen von ihrem Sohn verdeckte. Und jetzt ist es ja nicht mehr so, ne? Jetzt zeigt sie ihn, dazu kommen wir auch gleich. Was ich hier schon krass finde, ist, wenn man die Fotos sieht, schwanger und vor der Schwangerschaft, ja. Und wenn man dann das Foto jetzt hier nach der Schwangerschaft sieht, ihr Gesicht, ihr Körper und so, man kann natürlich nur äußerlich beurteilen, aber das, ja, spricht schon Bände, wie ich persönlich finde. Aber in der Zwischenzeit, als Spielerfrau einer Seite, baut Kathi ihre eigene Karriere immer weiter aus. Sie ist als Model tätig, als Influencerin, hat Kooperationen mit verschiedenen Marken. Sie designt auch selber Dirndl-Kollektion oder hat designt. Aber, und da kommen wir zum springenden Punkt, irgendwann bemerkten halt die Menschen, dass Kathi immer dünner wurde und immer schlechter aussah. Und ich deswegen denke, dass sie dann offen über ihre Depressionen und über diese Krankheit sprach. Sie war zum Beispiel als Moderatorin des Charity der Art Against Depression. Ein Teil der Erlöse kommt der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zugute und hat dort darüber gesprochen und auch bei Stern TV. Ja, sie hat natürlich persönliche Hochs und Tiefs und dazu hat sie ein Buch geschrieben. Dieses nennt sich Kathi Hummels, Mein Umweg zum Glück. Dieses kam am 24.09.2020 auf den Markt. Dort gibt sie einen Einblick hinter die schillernde Fassade und schreibt über sehr dunkle Stunden in ihrem Leben. Außerdem hat sie auch ein Kochbuch mit zuckerfreien Rezepten und ein Buch mit Yoga-Übungen herausgebracht. Dazu kommen wir auch gleich. Kathi Hummels zeigt speziell auf Instagram viel, was Yoga angeht, mentale Gesundheit, Sport. Das merkt man, das liegt ihr besonders am Herzen. Später dann halt, wie gesagt, kam noch Moderatorin bei Kampf der Reality-Stars hinzu und man merkt, dass ihr Sohn Ludwig halt tatsächlich ihr Ein und Alles ist. Deswegen hat es mich auch wirklich stark gewundert, dass sie dann doch ihn ja öffentlich zeigt. Zur Familie Hummels gehört aber noch ein weiteres Mitglied, Hund Muni. Auch der kleine Racker darf in die Insta-Stories. Aha, zu dem Thema Hunden kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Die Liebe zwischen Kathi und Hummels hielt aber offensichtlich nicht, denn sie haben sich ja scheiden lassen im vergangenen Jahr. Wo Kathi Hummels letztendlich auftaucht, egal im Real Life oder auf Social Media, ihre Auftritte werden diskutiert und kommentiert, sei es als Moderatorin, Model, Autorin, Influencerin, Besuch auf den roten Teppich, das Familienleben mit Sohn,
Kathy Hummels weiß, was es heißt, ständig unter den Augen der Öffentlichkeit zu stehen. Sie schritt in die Öffentlichkeit, damals sehr, sehr, sehr jung mit der Beziehung zum Fußballer Mats Hummels. Das ist ja klar. Aber wie man halt entnehmen kann, war ihr es bis zum heutigen Datum unfassbar wichtig, nicht ausschließlich im Schatten des Fußballers zu stehen. Und ich ebenfalls als Spielerfrau kann sagen, dass ich sehr viele schon kennengelernt habe, weil sie halt eben diesem Vorurteil, sie können nichts und haben nichts, aus dem Weg räumen wollen und deswegen sehr Druck verspüren, was ich nachempfinden kann. Aber bei Kathy Hummels scheint es doch sehr, sehr, sehr extrem zu sein. Vor allen Dingen, wie ich persönlich finde, den Drang nach Aufmerksamkeit oder nach der Öffentlichkeit. Denn die gute Dame heißt mittlerweile in den Medien auch schon so Fettnäpfchen. Ja? Sie tritt bekanntermaßen immer in irgendwelche Fettnäpfchen, wenn man sie so nennen darf. Und zu welchen Fettnäpfchen, die ich persönlich als Skandale empfinde, um welche es sich da handelt, das sehen wir jetzt. Beziehungsweise das hören wir jetzt. Vielen Dank auch nochmal an die Journalistin Verena Dietrich, die mir hier bei den Informationen wirklich viel geholfen hat. Und an Replikati von Instagram, die auch nochmal wirklich, schon etwas länger die ganze Sache zusammen mit Verena Dietrich beobachtet hat. Wir beginnen und zwar 2019. Kathy Hummels, unten ohne Skandal. Dieses Foto von ihrem Sohn Ludwig bringt Shitstorm, wie ich finde, natürlich berechtigt. Denn Kathy Hummels war eigentlich immer davon überzeugt, wie ich euch eben ja auch gesagt habe, im sozusagen Intro, dass sie ihren Sohn halt nie zeigen wollte. Und irgendwann dann begann sie dann doch ihren Sohn zu zeigen auf Instagram, was natürlich ihr Recht ist. Es ist alles in Ordnung. Muss es denn aber ein unten ohne Foto sein? Ja, Freunde der Nacht, das gab es. Und zwar schreibt hier news.de, Kathy Hummels schickte auf Instagram Urlaubsgrüße an ihre Fans. Dabei zeigte sie auch Söhnchen Ludwig. Doch das regt einige Fans auf, weil sie von dem Jungen mehr preisgibt als sonst auf anderen Bildern, aber sehen sie selbst. Auf dem besagten Foto sieht man am linken Bildrand Sohn Ludwig Hummels ohne Badehose von hinten. Sie bleibt damit ihrer Devise treu, denn den Kleinen nie von vorne beziehungsweise sein Gesicht zu zeigen. Aber dem kommt sie auch nicht mehr nach. Ne? Irgendwann zeigt sie ja auch sein Gesicht. Den eigenen Sohn nackt zu zeigen, ist ihr entweder egal oder beim Hochladen des Fotos auf dem Foto- und Videonetzwerk nicht aufgefallen. Naja gut, ne? Also das Zweite ist, also es ist schon frech, dass hier der Journalist oder die Journalistin das hier tatsächlich als eventuell hinstellt, dass sie der Kathy gar nicht aufgefallen ist, dass der Sohn einfach nackte Foot hinten zeigt, oder? Oh Mensch, nee, ist ihr bestimmt nicht aufgefallen. Wahrscheinlich wollte sie einfach nur einen Urlaubsgruß vom Strand in Dubai auf Instagram verschicken und hatte nicht mit den Folgen gerechnet. Das meinen die ernst, die Journalisten hier, ne? Die haben das echt, die gehen echt davon aus, das ist ihr nicht aufgefallen, dass der Sohn einen nackten Hintern da hinten hat, ja? Wir zeigen mit Absicht nicht das ganze Foto, muss nicht sein. Das Foto löst bei den Followern eine Welle der Entrüstung aus. Gesicht nicht für die Öffentlichkeit sichtbar, aber die Hälfte des nackten Kindes? Fragwürdig, schreibt ein Nutzer. Ein zweiter User findet es auch nicht in Ordnung, von der Frau vom BVB-Spieler Mats Hummels den eigenen Sohn nackt vor der Kamera zu präsentieren. Man kann es doch nicht gutheißen, wenn man den halben nackten Po eines Kindes postet. Also da, Freunde der Nacht, da war bei mir auch damals, ich habe das auch mitbekommen und dachte so, oh mein Gott, wir müssen das nicht auch immer wieder aufrollen. Alicia Joe und Sascha und wie sie alle heißen, die sehr, sehr gute Videos zu dem Thema Kinderpornografie und wo die Kinder im Netz landen, beziehungsweise auf welchen Seiten landen, das müssen wir hier nicht wirklich aufrollen, oder? Nein, müssen wir nicht. Nackten Hintern zu zeigen, das ist einfach zu viel des Guten, geht zu weit. Und ich finde, da sollte auch irgendwann mal endlich ein Gesetz herrschen, wo wir die Kinder schützen von Müttern, die leider ihre Sorgfaltspflicht, wie ich es finde persönlich, missachten, indem man den nackten Arsch, muss man einfach mal so sagen, so frei raus, den nackten Arsch seines Kindes zeigt. Also wer schützt hier das Kind? Wer schützt es? Ja. Und ich finde, da sollte irgendwann ein Gesetz eingeführt werden. Irgendwo ein bisschen Grenzen auf Social Media gesetzt werden. Aber wer denkt, das war noch nicht alles, dann gehen wir weiter ins Nächste. 2020 war vielleicht doof, aber Kathy Hummels kann in den Augen ihrer Kritiker einfach nichts richtig machen. Zuletzt erntete die Moderatorin einen Shitstorm wegen einer Pelzjacke. Jetzt redet sie Klartext. Erst kürzlich veröffentlichte Kathy Hummels ein Foto, auf dem sie stolz eine rosafarbene Winterjacke des britischen Designers Alexander McQueen trug. Der Haken, die Jacke wurde offensichtlich aus Lammfell und Kalbsleder hergestellt. Das Innenfutter ist laut Angaben des Herstellers aus Pelz gefertigt. Ein No-Go für ihre Fans. Freunde, wo ich mir auch mal denke, manche sagen, ja, Doppelmoral, man trägt Leder, dies, das, Ananas. Aber da
darum geht es hier nämlich nicht, sondern es geht darum, dass Kathi Hummels nämlich kurz davor eine Anti-Pelz-Kampagne mit für / Peter der Tierschutzorganisation gemacht hat. Das machen viele Promis, die ziehen sich dann aus für diese Kampagne und rufen dazu auf, Nein zu Pelz zu sagen. Anführungsstrichen unglaublich, sowas zu tragen. Wir erinnern uns. 2016 fungierte Kathi Hummels als das Gesicht der bekannten Tierschutzorganisation Peter und warb mit dem Slogan Schweigen lässt Tiere leiden. Tierquälerei melden für den Tierschutz. Dass die Moderatorin nun stolz eine Jacke aus Echtpelz trägt, wirkt für viele ihrer 600.000 Insta-Follower scheinheilig. Ach ja, auf der einen Seite Peter-Kampagne, auf der anderen Seite Pelz tragen. Auf der einen Seite gegen Mobbing aufstehen und auf der anderen Seite ein Mobbing-Format im TV begleiten, schreibt ein wütender Fan unter das Foto. Ein anderer kommentiert, unglaublich sowas zu tragen, geht gar nicht und dann noch Werbung für Tierschutzorganisationen zu machen, ist mehr als fragwürdig, sagt mehr über diese Person aus als 1000 Worte. Wie ich persönlich finde, halt leider auch, das passt halt wirklich gar nicht zusammen, weil die die PETA-Kampagne ist riesengroß, national, vielleicht sogar international, ich weiß nicht genau. Und dann kannst du nicht, das geht nicht und dann pelzt. Das geht einfach nicht. Aber Kathi Hummels wehrt sich gegen die Vorwürfe. Harte Worte, die ja auch an Kathi Hummels nicht spurlos vorbeigehen. Gegenüber dem ARD-Boulevardmagazin Brisant äußert sich die Spielerfrau nun zu den Vorwürfen. Mein Gott, die ist auch noch Secondhand. Die ist von einer Freundin, hab ich übergeworfen, wollte ein schönes Foto machen. Ich habe nicht reingeschaut, so Hummels. Freunde, was soll ich zu dieser Aussage sagen, ne? Schließlich räumt sie ein, war vielleicht doof, aber ich befürworte keinen Pelz. Ich kaufe keinen Pelz und bin absolut tierlieb. Nee, ne, Frau Hummels, dann tragen wir auch keinen Pelz. Auch nicht übergeworfen oder sonst was. Es würde mich anwidern, Pelz zu tragen, sag ich ehrlich. Sowieso, wenn ich eine riesen Kampagne mit Peter gemacht hätte. Also, dann zu sagen, mein Gott, die ist auch noch Secondhand, die ist von einer Freundin, habe ich übergeworfen, wollte ein schönes Foto machen. Wow. Echt wow. Nach 6 Tagen harscher Kritik hat Kathi Hummels aber das Bild heute Nachmittag am 9. Dezember aus ihrem Instagram-Feed gelöscht. Verwendete Quellen Brisant. Wir gehen weiter, aber wir bleiben im Jahr 2020. Denn genau in diesem Jahr gibt auch Kathi Hummels bekannt, dass Labrador Coco ausziehen musste. Und zwar nach gemeinsamen 8 Jahren hat sie sich von dem Hund getrennt, schreibt die T-Online. Coco musste in ein neues Zuhause ziehen. Den Schritt begründete die Moderatorin mit der Asthma-Erkrankung ihres Sohnes. Ludwig leide an Asthma und habe mit schlimmen Symptomen auf den Labrador reagiert. Rund 1,5 Jahre später die Überraschung. Hi ho, ein neuer Hund zieht ein. Ja, und zwar müssen wir jetzt ein bisschen vorgehen, obwohl wir das ja eigentlich chronologisch machen wollten, denn dieser Hund zog 2023 ein. 1,5 Jahre später zog er ein. Dieser aber wurde, das ist nämlich die Pudeldame Moon, löste dann keine Allergie aus, aber dazu kommen wir gleich, genauestens bis den kleinen Ludwig. Und deswegen musste dieser nämlich plötzlich auch vom Instagram-Profil verschwinden, aber nicht unbemerkt von ihren Followern. Seit einigen Monaten, nämlich damals, hakten sie unter verschiedenen Postings nach, schreiben immer wieder Kommentare wie, wo steckt der Hund? Sag doch mal, wo Moon ist. Warum zeigst du ihn nicht mehr? Einige reagierten zunehmend verärgert und warfen Kathy vor, sie hat ganz einfach herzlos den Hund entsorgt und Moon ist längst im Tierheim. Denn eine Antwort lieferte bis dato die 35-Jährige nicht. Bis jetzt. In einem neuen Interview äußerte sich Kathi erstmals zum Verbleib von Moon und offenbar tatsächlich, ich musste sie weggeben. Denn es gab nämlich Reibereien angeblich zwischen Ludwig und Moon, ja. Wie sie Bild erklärt, sei es immer wieder zu Reibereien zwischen Ludwig und Moon gekommen. Vor einigen Monaten sei die Situation schließlich eskaliert. Im September war es dann kein Schnappen und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein Biss in die Hand, so die Moderatorin. Sie habe sich daraufhin dazu entschieden, dass der Hund weg muss, weil Ludwig Angst vor ihr hatte und ich um seine seelische Gesundheit bangte. Sie habe lange nach einer anderen Lösung gesucht, aber ich bin auf keine gekommen, außer sie wegzugeben. Ich habe mir sogar therapeutischen Rat geholt. Mir wurde diese Entscheidung dann nahegelegt, schilderte Kathy. Zum Glück habe die Pudeldame schnell ein neues Zuhause gefunden. Meine liebe Freundin Tamara kümmert sich liebevoll. Sie hat eine 11-jährige Tochter. Moon lebt jetzt bei ihnen, so die Moderatorin. Bei Instagram hat sie sich bisher nicht zu dem Thema geäußert. Also ich frage mich dann, wenn angeblich die Pudeldame das Kind von Kathi gebissen hat, dann gibt man das natürlich der nächsten Freundin auch, die ein Kind hat, oder? Deswegen ist das für mich persönlich nicht ganz glaubwürdig, aber wir müssen das hier einfach mal so glauben, was sie sagt, denn wir haben ja keine anderen Beweise.
Meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2021 und hier geht's darum, um den Verkauf von Fitnessdrinks mit umstrittenen Wirkstoffen, in Anführungsstrichen den Smart Drugs. Was hat es damit auf sich? Und zwar, heikle Versprechen schrieb Utopia am 17. Dezember 2021 um 13.50 Uhr. Kathi Hummels verkauft Drinks mit umstrittenen Inhaltsstoffen. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Denn, Moment. Fangen wir an. Die Influencerin und Moderatorin Kathi Hummels verkauft neuerdings Getränke. Sie ist Mitgründerin der Marke Hi. Ist auch geil, Hi, oder? Sie bietet Drinks an, die glücklich machen sollen. Was ist dran? Dass psychische Gesundheit zunehmend offen thematisiert wird, ist im Prinzip eine gute Sache. Wenn aus diesem Trend versucht wird, Profit zu schlagen, sollte man allerdings genauer hinsehen und das haben wir getan. Wer oder was steckt hinter Hi? Die Marke Hi hat TV-Moderatorin und Influencerin Kathi Hummels gemeinsam mit André Klahn gegründet, der bereits Geschäftsführer mehrerer Unternehmen und zuletzt bei Little Lunch tätig war. Little Lunch kenne ich persönlich auch, das habe ich auch bei Höhle der Löwen damals gesehen. Inspiration für die Geschäftsidee soll laut Gründerszene der in den USA bereits weiter verbreitete Trend zu Wellness- und Fitnessdrinks gewesen sein. Mitgründerin, und da muss ich sagen, da habe ich leider irgendwie online gar nichts zu gefunden. Ich habe weder irgendeinen Firmeneintrag gelesen, dass sie da irgendwie... Nein, habe ich nicht gelesen. Wenn ihr was dazu findet, bitte schreibt es mir in die Kommentare, denn auch ich bin nicht perfekt. Also, nennen wir es aber trotzdem erstmal so, wie es hier in dem Bericht steht. Mitgründerin Kathi Hummels leidet nach Unternehmensangaben unter Depressionen und setzt sich öffentlich für eine Enttabuisierung des Themas ein. Sie unterstützt unter anderem die Deutsche Depressionshilfe mit einem Programm zur Depression im Jugendalter, was ich per se ziemlich gut finde erstmal. Ob es ihre Erfahrungen und Kenntnisse zum Thema psychische Erkrankungen sind, die sie nun bewegt haben, unter die Gründer zu gehen, kann man nur spekulieren. Jedenfalls sollen die Drinks, die Hummels nun vertreibt und bewirbt, zur psychischen Gesundheit beitragen. Sie haben gesagt, Zitat, wir haben mit Hi ein Getränk entwickelt, das Körper und Geist belebt und damit viele verschiedene Menschen anspricht. Wird sie auf der Webseite so zitiert. Doch wer die Getränke auch mit A Sip of Happiness, in Klammern ein Schluck Glück, beworben? Die Inhaltsstoffe, Softdrink mit extra Zutaten. Aktuell bietet Hi 3 verschiedene Drinks an. Kokosnuss, Wasser, Melon, Minz und Yuzu Grapefruit. Die Drinks kosten je knapp 18 Euro im 6er-Pack, etwa 3 Euro pro Flasche. Die Zutatenliste sind lang. Die Drinks enthalten neben Wasser und den geschmacksgebenden Aromen und Fruchtsaftkonzentraten in Softdrinks übliche Zusatzstoffe wie Säurungsmittel und Antioxidationsmittel. Daneben die Süßstoffe Acesulfam, K und Sucralose. Außerdem ist allen Drinks Koffein enthalten. Auch weitere funktionelle Wirkstoffe stecken in den Getränken. Zinkcitrat, Ginkgo-Blätterextrakt und eine Vitaminmischung aus Pantothengard und Vitamin B12. Damit wirken die Produkte bereits eher wie Nahrungsergänzungsmittel als wie harmlose Lifestyle-Drinks. 2 weitere Wirkstoffe aber hebt Hi besonders hervor. Sie sollen dem Körper helfen, durch ihre entspannte und stimmungsaufhellende Wirkung stressige Momente besser zu meistern. Sie unterstützen die kognitiven Fähigkeiten und helfen in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Wirkung macht das wirklich glücklich? Hi behauptet auf der Webseite, die Drinks machen glücklich, senken das Stresslevel und erhöhen die Konzentration und hierum geht es in dem ganzen Post, weil als ich das erst alles recherchiert habe, dachte ich, naja gut, Bruder, ich nehme auch Tryptophan, ich nehme auch Ashwagandha. Ne? Das eine ist gegen die Depris, das andere ist zum Stressbewältigen. Was ist jetzt hier das Problem? Und dann las ich diesen Satz hier. Hi behauptet auf der Webseite, die Drinks machen glücklich, senken das Stresslevel und erhöhen die Konzentration. Also das ist rechtlich gesehen ganz, 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 ganz schwierig, wie ich finde. Und das ist auch eigentlich gar nicht erlaubt. Soweit ich weiß. Also, man dürfte das niemals so sagen und behaupten, das dürfen wir Influencer ja auch gar nicht, wenn wir irgendwelche Produkte bewerben, die halt diese Wirkstoffe enthalten. Da kann man, die können glücklich machen, die können dir dabei helfen, eventuell. Das ist so das, was ich weiß und gelernt habe. Der Journalist schreibt weiter, mit einigen seiner Behauptungen zur Wirkung der Getränke dürfte sich das Unternehmen rechtlich auf dünnem Eis bewegen. Ja, das finde ich persönlich auch. Die Werbung nämlich mit gesundheitsbezogenen Aussagen ist in der EU durch die Health Claims Verordnung streng reguliert. Genau, und das ist das
das, was ich halt auch weiß, ne? Und so ganz eindeutig, wie es hier klingt, ist der Effekt der eingesetzten Substanzen nicht. Hai setzt den Drinks zwei Wirkstoffe zu, welche das mentale Wohlbefinden steigern sollen. Das sogenannte Nootropikum L-Tyrosin und das sogenannte Adaptogen Ashwagandha. Beide gelten als Smart Drugs und sind umstritten. Naja, umstritten einfach nur, ob sie auch wirklich die Wirkung nachweisen. Ich persönlich halte sehr viel von Ashwagandha. Habe auch hier immer welche Gummibärchen hier aus Amerika. Deswegen, fand ich erstmal nichts Schlimmer. L-Tyrosin ist auch eine Aminosäure, ne? Also, was ist jetzt hier das Problem? Aber sie schreiben weiter. Nootropika sind Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem wirken und dabei Gehirnfunktionen wie Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit verbessern können. Ihre Wirkung ist wissenschaftlich ungeklärt. Der konkrete Stoff, der in den Hydrinks eingesetzt wird, L-Tyrosin, ist eine Art Vorläufer von Neurotransmittern wie Dopamin, oft Glückshormon genannt. Wissenschaftliche Studien zur Wirkung von L-Tyrosin als Nahrungsergänzungsmittel kamen bislang aber zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Okay, aber an sich gut. Adaptogene sind pflanzliche Substanzen, die dem Körper helfen sollen, sich an Reize anzupassen, wobei es bislang weder eine eindeutige Definition noch eindeutig belegte Wirkungsweisen gibt, wie die Europäische Arzneimittelagentur EMA kritisiert. Hai setzt das Adaptogen Ashwagandha ein und schreibt, es könne unter anderem gegen Stress wirken, Gedächtnis und Stimmung verbessern. Ashwagandha wird zwar von vielen Seiten als Superpflanze gelobt, genau das ist auch, was ich persönlich gehört habe, deswegen nehme ich das auch, bezeichnenderweise fast alle davon mit kommerziellen Interessen, doch wissenschaftlich seine Wirksamkeit nicht eindeutig belegt. Das ist aber nicht das Hauptproblem, das erste Problem. Jetzt kommt noch das zweite Problem, was dann insgesamt beiden zusammen zum Hauptproblem wird. Und zwar, die Getränke sind verpackt in 500 Milliliter Einwegplastikflaschen. Immerhin, es handelt sich um Plastikflaschen, die nach Unternehmensangaben zu 100% aus recyceltem Kunststoff bestehen. Das Unternehmen begründet die Verwendung von Plastikflaschen damit, dass diese ein geringes Transportgewicht haben und dadurch weniger CO2-Emissionen verursachen als andere Verpackungen. Ja, das ist trotzdem Plastik, Brudi. Allerdings, auch Plastikflaschen gibt es als Mehrwegvarianten und anders als Einwegflaschen werden sie nicht nach einmaligem Gebrauch geschreddert und geschmolzen. Genau, und leider bei uns in den Plastikmeeren, ne? Ihr wisst Bescheid. Auch Einwegflaschen aus Recyclingmaterial verbrauchen unnötig Ressourcen und Energie und belasten die Umwelt. Genauso ist es. Zudem geht bei jedem Recyclingvorgang Material verloren. Ein geschlossener Materialkreislauf gibt es nicht. Und auch Mehrwegflaschen werden nach ihrem langen Produktleben und der vielfachen Wiederbefüllung recycelt. Fazit, teures Lifestyle-Getränk mit unklarer Wirkung. Er sagt noch, man könnte wohlwollend sagen, die offene Thematisierung von psychischer Gesundheit ist ein gesellschaftlicher Fortschritt. Ja, wohlwollend gesagt. Und dass jemand versucht, damit Geld zu verdienen, ist nicht an sich verwerflich. Ja, finde ich auch. Vielleicht spüren ja sogar manche Konsumentinnen einen leistungsfördernden und stimmungsaufhellenden Effekt der Getränke und es ist ihnen persönlich damit geholfen. Man könnte aber auch sagen, hier versucht ein Unternehmen, teure Softdrinks in Einwegplastikflaschen an den Konsument zu bringen, indem es mit vagen gesundheitlichen Versprechen wirbt und das Bedürfnis nach Mental Wellbeing instrumentalisiert. Ob es diese Versprechen einhalten kann, ist völlig unklar. Und es ist mindestens fragwürdig, wenn jemand ernste psychische Erkrankungen wie Depressionen nutzt, um damit Marketing für Produkte zu betreiben, gerade wenn diese Produkte gesundheitlich und ökologisch zweifelhaft sind. Damit ist niemandem geholfen, außer dem Unternehmen selbst. Boom! Wie ich persönlich finde. Das ist auch von Utopia ein richtig guter Bericht. Weiß ich, welcher Journalist das hier geschrieben hat. Doch hier oben Annika Flatley, Journalistin. Ja, Freunde der Nacht. Das war zu 2021. Da bin ich sehr gespannt. Eure Meinung zu Hai. Übrigens ist sie, glaube ich, da nicht mehr mit involviert. Ist da irgendwie, glaube ich, weg vom Fenster. Wir sind im Jahr 2022 und es hat noch lange kein Ende, Freunde der Nacht oder beziehungsweise meine Damen und Herren, denn jetzt kommen wir zu den richtigen heiklen Themen. Und zwar hat damals Balenciaga einen Riesenskandal auf den Teppich gelegt und zwar gab es eine Promo und zwar für die neue Kollektion. Ja, und dabei posierten Mädchen und Jungen im Vorschulalter auf Fotos mit Teddybären, eigentlich plüschfigurenförmige Handtaschen der Marke, die mit Lackgeschirren und Netzoberteilen aus dem BDSM-Bereich ausgestattet sind. Auch Hundehalsbänder und stilisierte Bierdosen gehören zum Dekor der Bilder. Auf einem anderen Motiv liegt eine Tasche auf einem zerwühlten Schreibtisch nebst einem Papier, bedruckt mit dem Auszug aus einem Urteil des US Supreme Courts des Jahres 2008, das unter anderem die Strafen für sexuelle Ausbeutung Minderjähriger verschärft. Ja, und um welche Fotos es sich handelt, das zeigen wir jetzt mal hier. Einfach nur zwei grob. Wie man sieht, zwei Kinder, klein, müssen hier mit Sexspielzeug posten und
herhalten. Das war ein Riesenskandal. Auch damals hat sich Kim Kardashian dazu geäußert. Es widert sie förmlich an. Jeder Versuch, sexualisierte Gewalt an Kindern zu normalisieren und zu kommerzialisieren, darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Das war am 28.11.2022, wo der ganze Skandal erschienen ist. Aber ja, was war da am 8. Dezember 2022? Also wirklich, es ging ja durch sämtliche Social Media, Online-Medien das Thema. Die Abendzeitung berichtete dann nämlich am 8.12.22, Fettnäpfchen Queen Kathy Hummels, heiho, entschuldigt sich für unpassendes Balenciaga-Outfit. Ja, denn sie lief von Kopf bis Fuß in Balenciaga gekleidet durch Köln. Hat sie etwa nichts von dem Skandal und das Modeimperium mitbekommen? Doch, doch. Allerdings etwas zu spät, wie sie peinlich berührt erklärt. Sie hat anscheinend sich das Ganze da hat sie nicht mitbekommen, sagt sie. Und sie erklärt den Fauxpas. Entweder frieren oder so ein Outfit tragen. Ja, sowas hat sie gesagt. Und zwar, am Mittwoch, den 7. Dezember, postet Kathy Hummels ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie ihren Fauxpas erklärt. Ich habe von dem Balenciaga-Skandal heute erst mitbekommen, sagt die Ex von Mats Hummels, kleinlaut und bezeichnet sich selbst als Fettnäpfchen-Queen. Ihr Outfit findet Hummels nach dieser Erkenntnis selbst etwas unpassend, denn auf ihrer Kleidung sind zahlreiche Balenciaga-Schriftzüge zu sehen. Ein Kleiderwechsel kam für die Münchnerin jedoch nicht in Frage. Ich habe keine andere Jacke, keine andere Mütze und keinen anderen Schal dabei, erklärt sie im Clip weiter. Also habe ich die Wahl. Entweder frieren oder ein Outfit tragen. Wie unangenehm Kathy Hummels ihr Aufzug ist, wird durch ihr peinlich berührtes Lachen deutlich. Ihre Fans und Follower bittet sie um Nachsicht. Ja, das Ding ist halt einfach, trag es, wenn du es schon hast. Ich bin da auch nicht jetzt so, ich finde auch, das Ganze ist ein Skandal und es hat ja auch Balenciaga zurückgezogen, hat sich entschuldigt, die Kampagne wurde entfernt. Gut. Sie wissen, sie sind zu weit gekommen. Der Aufschrei war riesengroß. Kein Problem. Du hast diese Sachen noch. Ich habe auch noch was von Balenciaga. Trag sie. Es ist keinem damit geholfen, wenn wir die Sachen jetzt wegschmeißen. Aber die posiert das auf Instagram. Die zeigt das alles. Und das ist das große Problem. Das heißt, die macht noch Werbung dafür. Ja, wie ich finde, das ist das eigentliche Problem, ne? Worum ging es bei dem Skandal eigentlich? Die Werbefotos waren, wie gesagt, Kinder mit Teddybär-Taschen im Fetischlook, ja? Und auf einer weiteren Kampagne wurden im Hintergrund alte Gerichtsdokumente zum Urteil um Kinderpornografie gezeigt, ja? Also, das ist natürlich heftig, wie ich finde. Ja, Freunde, und wenn ihr denkt, das war noch nicht alles, nein, es geht weiter. Wir bleiben nämlich im Jahr 2022 und da geht's um das Große, um den großen Depressionsskandal. Ja, was meinen wir eigentlich mit Depressionsskandal? Wenn man das auf Google eingibt, kommt das direkt oben ganz groß, überall mit mehreren Zeitungsausschnitten. Skandal, Depressionen sind nämlich, ja, tatsächlich lebensgefährlich. Deswegen wurde das Ganze zum Skandal. Denn Frau Kathy Hummels lud nämlich 2022 zu einem Retreat mit anderen famen Influencern ein und machte einen auf. Oh mein Gott, es ist total hier so schön und wir sind alle so happy und so in love und so, ja. Yeah. Mhm. Was ist denn da genau passiert und was ist eigentlich das Schlimme daran? So happy love und hier Wellness Retreat. Was ist eigentlich das Problem der Öffentlichkeit hier diesmal wieder? Die Gala schreibt, Depressionen sind lebensgefährlich, da hilft kein Wellness-Retreat. Absolut, Frau Julia Seifert hier am 10.11.2022. Denn Kathy Hummels sagte, Licht soll laut ihr bei Depressionen helfen. Mit diesem Spruch wirbt sie für ihre Yoga-Wellness-Retreat. Für ihr. Das über psychische Erkrankungen aufklären soll. Wieso ein bisschen Self-Care, Love Yourself und Sonnenstrahlen nicht nur falsche, sondern auch gefährliche Ansätze sind? Das beschreibt jetzt hier die Julia. Vor wenigen Tagen riet Kathy, 34, als betroffen auf Instagram, dass bei einer Depression oft alles schwarz-weiß sei und Farbe doch viel schöner wäre. Aiho. Ich kann jetzt mit diesem Artikel besonders auch meine Erfahrung mit einbringen. Ich hatte auch schwere Depressionen. Und ja, bei Depressionen ist es schwarz oder weiß, beziehungsweise eigentlich nur schwarz. Und Farbe hätte ich mir damals gewünscht, aber da hätte leider ein bisschen Sonnenstrahl nicht geholfen. Weil es gibt unterschiedliche Schweregrade einer Depression. Dazu kommen wir aber gleich. Es geht weiter. Ein Faktor, der helfen kann, ist Licht. Sonne, heißt es weiter. In meiner schlimmsten depressiven Phase hat Sonne aber wehgetan. Die Strahlen brannten auf meiner Haut, in den Augen. Meine Finger kribbelten, der Körper bleischwer. Die Umgebung fühlte sich kalt und hart an und unwirklich.
Also die Strahlen brannten auf ihrer Haut, aber die Umgebung fühlte sich kalt und hart an. Okay, alles klar. Jeder Schritt ein Kraftakt, tat weh wie das Gehen auf einem Nagelbrett. Ein grauer Schleier legte sich auf mich und alles erstickte meine Emotionen. Kathi Hummels vermarktet und bagatellisiert psychische Erkrankungen. Therese Enke, 46, die Frau des verstorbenen Nationaltorhüters Robert Enke, der mit 32 leider sich das Leben nahm, der sich wegen schwerer Depressionen 2009 das Leben nahm, genau, konnte anfangs nicht verstehen, wieso ihr Mann nicht aufstehen und rausgehen könne. Ich musste erstmal begreifen, also als auszustehende Person, dass für Betroffene kaum möglich ist. Das ist, als würde man jemanden die Beine amputieren und zu ihm sagen, komm, jetzt gehen wir eine Runde joggen. Schlimm war, dass er in seiner depressiven Phase keine Gefühle mehr zeigen konnte. Ich habe mit einer Hülle zusammengelebt. Ich habe ihn dann nicht mehr wiedererkannt. Und das meine ich mit der Schwere der Depressionen. Ich konnte auch nicht mehr aufstehen. Ich habe die weiße Wand angestarrt. Und hätte einer zu mir gesagt, du brauchst ein bisschen Farbe in deinem Leben. Komm, wir gehen in die Sonne. Du brauchst ein bisschen Licht. Ich glaube, ich hätte den zu der Phase was anderes an den Hals hier wünsche. Ich glaube, die Pest. Retalk, ja. Aber dann hatte ich ja nochmal durch Corona eine leicht depressive Verstimmung. Und da muss ich sagen, da hilft natürlich Sachen wie, du musst rausgehen an die Luft, wenn das halt noch geht. Ja, wenn du das psychisch noch kannst. Du musst viel Tageslicht abbekommen. Du musst Vitamin D abbekommen. Das sind so Kleinigkeiten. Oder einen guten Schlaf, dann Rituale einbauen und Strategien und so weiter. Das sind Kleinigkeiten, die zusammengefügt werden zum großen Ganzen auch dabei also helfen können, dass es dir oder mir in dem Falle besser ging. Und das tat es. Aber es ist ja die Schwere der Depression. Du kannst ja nicht alles unter Depressionen dann hier, du brauchst ein bisschen Licht und Liebe und ein bisschen Farbe. Das ist halt einfach total gefährlich und das finde ich halt einfach auch. Ne? Kathi Hummels macht klar, mit dem Instagram-Post wirbt sie nicht nur für ihr äußerst fragwürdiges Sun and Soul Retreat. Schlimm genug, Depression unter den Werbedeckmantel zu vermarkten. Die Unternehmerin nutzt dafür das typische Stigma. Hast du Depression? Geh raus an die frische Luft, das hilft. Darüber zeigte sich bereits die Deutsche Depressionsliga e.V. auf Instagram entsetzt. Es ist ein Satz, der falsche Annahmen verbreitet und einen lebensgefährliche Erkrankung bagatellisiert. 2020 nahmen sich laut dem Statistischen Bundesamt allein in Deutschland gut 9200 Menschen das Leben. 90% litten an einer psychiatrischen Erkrankung, am häufigsten an einer Depression. Hier ist auch der Instagram-Post, den man sehen kann. Dass das der falsche Weg ist, sollte Hummels eigentlich wissen. Erkrankte sie doch selbst mit 16 Jahren erstmals an Depressionen, schrieb später ein Buch über ihre Erkrankung und fand es schlimm, dass sie nicht ernst genommen wurde. Ihr Ansatz ist löblich. Sie sammelte zugunsten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe bei einem Charity-Dinner Spenden, will aufklärend ihre Reichweite von knapp 700.000 Followern nutzen, um psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Aber Hummels verbreitet ein falsches Bild von Depressionen und das ist gefährlich. Genau, denn Kathi Hummels erreicht aber mit den Äußerungen, wie ein Faktor, der helfen kann, ist Licht, das genau Gegenteil. Vielmehr noch, die Influencerin verbreitet das alte Bild einer lang belächelten psychischen Erkrankung, die, wenn sie nicht behandelt wird, chronisch verlaufen kann und zum Tod führen kann. Und das ist das Gefährliche. Und Freunde, lasst euch gesagt sein, besonders bei dem Thema Depressionen. Auch Hummels Retreat-Idee fördert und verbreitet Stigmata und ist blanker Hohn für alle psychisch Erkrankt. Kürzlich lud Kathi namhafte Prominente und Influencerinnen in ein luxuriöses Resort nach Rhodos ein. Die drei Tage waren unter anderem gefüllt mit Yoga, gemeinsamen Abendessen und Einschlafmeditation. Fleißig gefördert durch große Marken und begleitet von Handykameras, die Instagram-Kanäle fütterten und die Message in die Welt hinaustragen, stop it, love yourself. Mir kam damals persönlich das kalte Kotzen. So, ich kann diesen Artikel, der super geschrieben ist hier, von der Gala wirklich unterstreichen. Malkurse, Yoga-Übungen und Urlaube sind aber meiner Depression egal. Die Sonne dort schmerzt ebenso auf meiner Haut wie daheim. Da hilft doch kein Wellness, da hilft nur eine Behandlung durch ausgebildete Experten. Und das ist eben der Fall, meine Damen und Herren. Leidest du unter Depressionen? Bitte such dir Hilfe. Dir kann geholfen werden. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich hab's geschafft, aber nur mit Hilfe, mit professioneller Hilfe. Wende dich an Freunde und Freundinnen. Hol dir Hilfe bitte. Ich habe in meiner Infobox Hilfe für dich, für ein Telefon, für Adressen, wo du dich anonym auch dann wenden kannst, eingefügt. Fühle mit allen mit, die da gerade drunter leiden, die eine schwere Zeit im Leben haben. Ich fühle es, ich habe das auch durch und fühlt euch von mir einmal hier kurz an dieser Stelle kräftig gedrückt. Wir gehen aber weiter, meine Damen und Herren. Und zwar 2023 sind wir angekommen, ja. Und jetzt geht's noch heftiger los. Man glaubt es kaum, wenn man denkt, mit dem Depressionsskandal hat sie den Höhepunkt erreicht. Und zwar ist das für mich im Jahr 2023 so der Höhepunkt der Skandale, wie ich persönlich finde, wenn man mich nach meiner persönlichen Meinung fragt. Und zwar nämlich hat Kathi Hummels doch tatsächlich ein Selfie oder ein Foto zusammen mit ihrer im Sterben liegenden Oma Annemarie gemacht. Mhm, ja, ihr hört richtig, für die, die es noch nicht wussten.
Annemarie, Oma Annemarie hat unter anderem auch in ihrer Doku mitgewirkt, wo sie noch quietschfidel war und jetzt liegt sie im Sterben. Und Kathi Hummels hat sich natürlich diese Situation nicht lumpen lassen und dachte mir, komm, Bruder, mach doch mal ein Foto von meiner sterbenden Oma und mir. Das ist gut für Instagram. Mhm. Was genau ist also hier geschehen? Auf den Aufnahmen, die Kathi Hummels auf ihrem Instagram veröffentlicht, ist ihre Oma im Krankenhausbett zu sehen. Laut der Influencerin ist der Zustand ernst. Die ganze Familie sei in großer Sorge. Die Social Media Community zeigt sich daher entsetzt über das Foto. Wie ich persönlich finde, halt einfach zu Recht. Das ist halt einfach pietätlos, ja? Also da hat man doch jegliche Moral über Bord geworfen, oder, Freunde der Nacht? Da fragen nämlich welche, warum zeigst du deine sterbende Oma im Netz? Unfassbar. Und ich finde es ja echt mega heftig, dass du deine sterbende Oma komplett zeigst und dabei noch schön in die Kamera lächelst. Ja, wie ich finde nämlich, das ist ja genau der Punkt, ne? Lauten einige Kommentare auf dem Insta. Kathi Hummels hat diesen Post dann, aber den blenden wir euch gleich ein, den haben wir natürlich, ja, bei Reddit gefunden. Den blenden wir euch mal hier kurz ein. Das war das ursprüngliche Bild. Wir haben es auch hier nochmal ein bisschen zensiert und so weiter, damit man wirklich die Privatsphäre dieser Dame dann doch noch wahrt. Also wenn sie es nicht am Sterbebett von ihrer eigenen Familie bekommt, dann hier von uns. Dann hat Kathi Hummels nämlich den Post gelöscht und hat dann nochmal eine Story gemacht, wie hier. Ich weiß nicht, ob meine Oma es nochmal schafft, aber ich werde ihr die Angst vor dem Tod nehmen. Die Panik, obwohl ich selbst große habe. Sie beruhigen. Es ist mir gelungen. Sie schläft jetzt. Jetzt kann ich weinen und traurig sein. Bitte denkt alle an meine Oma Annemarie. Oh mein, ich dachte, mich tritt ein Pferd. Die T-Online schreibt weiterhin, die kritischen Worte sind jedoch nicht unter dem eigentlichen Beitrag zu lesen. Den ursprünglichen Post hat Kathi Hummels nämlich mittlerweile gelöscht. Sie hat ihn durch eine Instagram-Story ersetzt, die zeigt, wie sie die Hand ihrer Oma hält. Das Gesicht ihrer Großmutter ist nicht mehr zu sehen. Hi ho. Ich weiß nicht, ob meine Oma es nochmal schafft, aber ich werde ihr die Angst vom Tod nehmen. Mhm. Und das hat auch ganz viel Wirbel auf Social Media dafür gesorgt. Und damit der ein oder andere vielleicht, der das sagt, ja, ich finde das jetzt nicht so schlimm, verstehen kann, warum es aber die meisten schlimm finden, habe ich mir gedacht, was muss eine Kathi Hummels denn dabei gedacht haben, dieses Foto überhaupt zu erstellen? Habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und haben es für euch mal nachgespielt. Viel Spaß. Bist du tot? Mach mal Foto. Noch ist sie nicht tot, mach mal Foto. Ja, weil das ist gut für Instagram. Das bringt Likes, also mach mal Foto. Dann nimm wenigstens noch die Louis-Tasche dazu. Oh, gute Idee. Soll ich so? So? Oder soll ich eher? Oder so? Sag mal, was sieht besser aus? Was kommt besser? Traurig, ja, weil die stirbt. Oder traurig, weil so. So. Ja, so ist gut. Nee, ich lächle lieber. Dann bin ich attraktiv. Aber nicht zu viel. Okay. Und dann. Muss ein bisschen traurig sein. So? Und Po noch ein bisschen raus, dann geht's. So? Soll ich die Hand dann aufs Gesicht legen von Annemarie oder hier oben? Bin mir nicht sicher. Hier so, so. Oder soll ich ein bisschen Kopf so anheben? Und dann so. Und dann so. Ich habe auch nicht lachen. Also ich komme nicht rein. Eigentlich ist es nicht zum Lachen eigentlich, jetzt mal ernsthaft. Deswegen, ich komme nicht rein. Es ist doch so dark, ja? Also es ist ja eigentlich gar nicht witzig, aber es ist witzig, weil es so dark ist. Kennt ihr den Vergleich? Also ich konnte fast gar nicht drehen, weil ich mir dachte, das kann nicht ihr Ernst sein. Also Patrick hat das Ganze für mich gefilmt und wir waren einfach sprachlos und wussten noch gar nicht, wie wir an die Sache rangehen sollen. Also so schlimm finde ich das Ganze. Aber das hat die Dame natürlich auch wieder gelöscht. Wie ihr merkt mittlerweile, macht sie das dann öfters. Ja, sie löscht dann die Dinge und dann wird das entweder relativiert, das Ganze, oder es wird einfach in die Schublade gesteckt, unter den Teppich gekehrt, oder wird abgewandelt, oder wird neu gemacht, oder einfach gar nicht weiter erwähnt. Wir bleiben aber im Jahr 2023. Dann da geht's jetzt noch weiter. Kommen wir nun zu einem Skandal, den wahrscheinlich viele mitbekommen haben, sofern man auf Instagram ein bisschen in der Szene unterwegs ist. Trash, Influencer und Gossip. Denn 2023 war das
der große Aufhänger. Danach zogen noch andere Influencer mit, die dann einen ähnlichen Skandal erlebt haben, wenn sie sich an das Thema Schmuck herangetraut haben. Denn Kathi Hummels hat zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin auch hier wieder irgendwas aus dem Boden sprießen lassen. Hi ho, diesmal ist es die Firma Begraced. Doch was ist Begraced überhaupt? Wofür stehen die? Was ist ihr USP? Das sagen sie oder haben sie damals auf der erstveröffentlichten Webseite gesagt. Und das lese ich euch mal kurz vor. Begraced, all unser Herzblut, unsere Ideen, unsere Kreativität und vor allem die Liebe zu besonders schönen Schmuckstücken und Accessoires finden in Begraced Leben. Ob bunt, schlicht, ausgefallen oder minimalistisch, es ist für jeden was dabei. Was uns außerdem so besonders macht? Hi, ich, Sarah, bin gelernte Hair- und Make-up-Artistin und beschäftige mich schon seit 10 Jahren mit dem Thema Haare, Haarschmuck und die Möglichkeit der Unterstreichung der individuellen Persönlichkeit eines jeden Menschen mit dem richtigen Styling und Accessoire. Als Co-Founderin von Begraced kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und für euch wundervolle Schmuckstücke anfertigen. Hi, ich bin Kathi. Ich bin Moderatorin und liebe Schmuck und schöne Accessoires über alles. Für mich darf es auch gerne mal glitzern und bunt sein, da es mir besonders wichtig ist, mit meinen Looks ein positives Statement zu setzen. Als Co-Founderin von Begraced kann ich meinen Traum eines eigenen Hummels-Designs ausleben. Ja, gut. Wissen wir Bescheid? Das ist wirklich hier voller Herzblut. Das sind ihre Ideen, das ist ihre Kreativität und die besondere Liebe zu den Schmuckstücken. Die Co-Founderin Sarah, da hören wir gleich auch noch ein bisschen was von, die hier will ihre Kreativität freien Lauf lassen bei Begraced und wundervolle Schmuckstücke anfertigen. Das müssen wir uns bitte merken. Dann hat auch Kathi Hummels schön die Werbetrommel gerührt und hat unter anderem einen Post auf LinkedIn verfasst. Heute ist ein besonderer Tag. Unsere neuen Haaraccessoires sind ab sofort bei Begraced erhältlich. Also wir reden jetzt hier von Haaraccessoires. Mit diesen Fotos da unten. Seht ihr diese Fotos? Gut. Ich möchte das festhalten. Sie schreibt, sie wurden mit viel Liebe und Sorgfalt gestaltet und entworfen. Vor einigen Wochen haben wir die zauberhaften Momente unseres ersten Kampagnen-Shootings festgehalten. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei unseren wundervollen Models Vanessa Fischer, Leon Ballis, Caroline Kottke, Ronja und Schieß mich tot herzlich bedanken. Ich bin so stolz auf Sarah, Juliane Dirsch und ich freue mich auf alles, was kommt. Also, man könnte hier jetzt hier vermuten, also mich als potenzieller Käufer, die designen das hier alles selber, oder? Also da dichte ich nichts hinzu. Kathi Hummels hat es selber hier geschrieben, die neuen Haaraccessoires, sie wurden mit viel Liebe und Sorgfalt gestaltet und entworfen. Also, das machen sie hier selber. Die Sarah hier, Juliane Dirsch schreibt, für euch lasse ich meiner Kreativität freien Lauf. Und also fertige, wundervolle Schmuckstücke hier an, schreibt sie ja hier. Und das Ding ist, dass dann halt ein paar Füchse auf Social Media dann wirklich dann halt auf Google Bildersuche betrieben haben und haben die Schmuckstücke dann generell, was die da so entwerfen, dann mal versucht zu finden. Und es war und ist relativ einfach. Ich habe mich dann selber auch auf der Suche damals begeben, letztes Jahr, wo dieser Skandal war. Und Replicati hat da wirklich soweit alles aufgedeckt, was geht. Ich werde euch hier nur mal ein paar Auszüge zeigen. Wir haben hier die schöne Muscheltasche von Begraced für 39,90. Die gibt es bei Alibaba für 8,26. Oder auch hier die schönen Muschelohrstecker mit Perlenverzierung bei AliExpress für 2,83, Entschuldigung, und bei Begraced.com für 34,90. Dann haben wir die Muschelkette bei AliExpress für 46 Cent und bei Begraced für 34,90. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Oder was auch schick ist, sind hier die Statement Glitzerohrstecker für 2,36 bei AliExpress und bei Begraced.com auch für 39,90. Ah, total schön. Also ich finde, ja, kann man machen. Hier gibt es auch nochmal die Statement-Perlenohrstecker bei AliExpress für 2,61 und bei Begraced für 39,90. Aber auch der Haar, also die Haaraccessoires, diese Haarreifen verschiedene, findet man auch leider in diesen China-Shops wieder. Und ich möchte euch zuvor erstmal einen Zeitungsbericht zeigen, denn Kathi Hummels hat dann, nachdem das so ein bisschen die Öffentlichkeit erfahren hat und dass die Gossip-Seiten und Co. herausgefunden haben und veröffentlicht
veröffentlicht haben, hat sie zu diesen Schummelvorwürfen erstmal Stellung genommen. Denn, bevor wir das machen, man hat ja natürlich, sofern man ist, auch Be Graced selber gefragt in dem Chat per DM. Ja? Und Be Grace hat geantwortet, wenn man fragt, hallo Sarah, vielen Dank für die Antwort, kannst du mir bitte noch genau sagen, wo im Ausland ihr produzieren lasst? Ja, weil die Zuschauer haben natürlich dann höflich, ohne Hate Speak und Co. nachgefragt, woher die Schmuckstücke denn jetzt genau sind. Und dann hat Be Grace geantwortet, Produktionsstätte sowie unsere Herstellungsverfahren bleiben unser Be Graced Secret. Wir schauen uns jetzt erstmal den Zeitungsbericht an. Und zwar, die T-Online schrieb dann damals am 11.08.2023, Kathi Hummels äußert sich, wir wollen ja hier fair bleiben und beide Seiten aufzeigen. Ich habe auch Kontakt per E-Mail letztes Jahr aufgenommen zu Frau Dirsch. Diese war not amused about meiner Wenigkeit und hat aber trotzdem halbwegs auf meine Fragen geantwortet. Dazu kommen wir gleich. Wir hören erstmal, was Kathi Hummels dazu sagt. Kathi Hummels Unternehmen Be Graced steht in der Kritik. Jetzt äußern sich sie sich und Geschäftspartnerin Sarah Dirsch bei T-Online und schalten auch auf Angriff. Wo kommen die Produkte her, die Influencerin Hummels und Sarah Dirsch in ihrem Online-Shop Be Graced verkaufen? Diese Frage steht seit einigen Tagen im Raum. Losgetreten wurde sie in den sozialen Netzwerken. Der Vorwurf einiger User, der Schmuck und die Accessoires seien von einem Online-Handel aus China billig eingekauft worden, um sie dann auf der eigenen Seite teuer zu verkaufen. So bieten Hummels und Dirsch etwa für 39,90 den Haarreifen Bubble in 5 verschiedenen Farben an. Bei AliExpress gibt es einen Haarreifen, der optisch nicht nur gleich aussieht, sondern auch in denselben 5 Farben zu kaufen ist, jedoch dort nur für 9,47 kostet. Das sorgt bei Käuferinnen und Käufern für Unmut. T-Online hat bei den Be Graced Geschäftsführerin nachgefragt und wollte genauso über die Produkte wissen. Ja, dann hören wir doch mal rein, oder? Ob es sich bei den jeweiligen Produkten tatsächlich um identische handelt, können wir auf der Basis auf Social Media kursierenden Screenshots nicht beurteilen, schreibt die T-Online. Die Produkte liegen uns nicht vor, sodass wir auch keine Identitätsprüfung vornehmen können, so Hummels und Dirsch. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass einzelne von uns von Lieferanten als fertige Produkte eingekaufte Produkte, wie dies bei eingekauften fertigen Produkten nicht verwunderlich sein sollte, auch von anderen Händlern bezogen und zum Beispiel in Deutschland angeboten werden. Und da muss ich zustimmen, meine Damen und Herren, ja, das gibt es. Man kauft bei einem Großhändler ein, das ist gang und gäbe, und verkauft es bei sich an den Endverbraucher in seinem Shop. Das ist nichts Neues, das ist auch nichts, das ist einfach was Altes. So funktioniert es im Getränkehandel, also in der Gastronomie, ja. Man kauft bei Coca-Cola für die kleine Flasche 0,2 für, weiß ich nicht, 1,20 ein. Und jede Gastronomie kann die Cola so teuer verkaufen, wie sie will. Genauso wie bei Sonnenbrillen, genauso wie das ist erstmal nichts Verwunderliches, auch gar kein Problem. Sie schreiben aber weiterhin, in ihrem Shop bieten sie sowohl selbstdesignte als auch von uns gezielt ausgewählte von Lieferanten bezogene Produkte ein, die wir in Kollektionen zusammenstellen, heißt es weiter. Die selbstdesignten Produkte lassen wir nach unseren strengen Qualitätsvergaben und Qualitätskontrollen in China herstellen und verkaufen sie ordnungsgemäß zertifiziert in unserem Webshop. Auch die nicht selbstdesignten Produkte seien aus China und unterliefen die gleichen Kontrollen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sie sich für die Herstellung in Asien entschieden haben. Sie erklären es folgendermaßen. Da wir unsere Hummel-Kollektion Produkte für alle anbieten und nicht nur für die kaufkräftigen Kunden und Kundinnen, müssen wir auf die Produktionskosten achten. Wir haben Vergleichsangebote für die Produktion in europäischen Ländern eingeholt, die zu deutlich höheren Verkaufspreisen geführt und die Produkte für viele unerschwinglich hätten werden lassen. Freunde, und da muss ich kurz, wir haben doch eben die Preise gesehen. Da gab es ein Produkt für 47 Cent und die haben das einfach für 39,99 oder 39,90 verkauft. Aus China. Wie wäre es mit weniger Marge, aber dafür erschwinglich bleiben und fairer handeln? Im Kauf, im An- und Verkauf sagt man ja Handel. Ja, also, okay, wir gehen weiter. Im selben Zuge schießen Hummels und Dirsch gegen die Menschen, die in den sozialen Netzwerken die Anschuldigungen gegen sie erheben. Wir haben den Eindruck, dass es manchen Personen auf Social Media nur darum geht, mit aller Gewalt einen Skandal zu konstruieren und sie dabei getrieben von dem Wunsch nach Aufmerksamkeit. Achso, naja gut. Wenn man Aufklärung als Wunsch nach Aufmerksamkeit sieht, gut, ne? Oder in ihren uns unverständlichem Hass Fakten und Sachlichkeit auf der Strecke lassen. Aber dafür sind wir ja heute hier in diesem Video, dass wir die Sachlichkeit ja wirklich, dass wir das dabei belassen. Und deswegen schauen wir uns an, was denn die gute Dame mir damals auf meine Fragen per E-Mail geantwortet hat. Ich habe verschiedene Fragen gestellt und die lese ich euch mal kurz vor.
Ich hatte gefragt, Frage 1. Wie kommt es, dass Sie auf Ihrer Webseite erst angeben, ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und für euch wundervolle Schmuckstücke anfertigen? In Klammern aber nach Recherchen der Zuschauer aufgefallen ist, dass nicht der ganze Schmuck selbst designt ist, sondern auf Alibaba zu finden ist oder AliExpress. Sie dann jetzt erst den Text auf der Homepage geändert haben, siehe Screenshots. Und da, Freunde, danach zeige ich euch nämlich kurz, was ich meine. Und zwar der ursprüngliche Text war ja hier, ne, den ich euch eben vorgelesen habe. Und der neue Text, der aktuell auf der Seite ist, heißt hier in der Mitte: All unser Herz und unsere Ideen, unsere Kreativität stecken wir in unser eigenes Hummeldesign, was im Begraced-Leben zu finden ist. Die Liebe zu besonders schönen Schmuckstücken und Accessoires möchten wir euch nicht vorenthalten und bieten euch deshalb zusätzlich eine qualitativ hochwertige Auswahl, welche wir mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt haben. Diese stammt jedoch nicht aus unserer eigenen Produktion. So, also, die haben den Homepage-Text also geändert. Dann habe ich noch gefragt, zweitens, sie löschen jegliche sachliche Kritik in den Kommentaren. Wieso? Weil ich persönlich habe auch selbst gesehen, es waren sachliche Kommentare und die wurden trotzdem gelöscht, ne? Drittens, wieso? Wenn sie die Schmuckstücke zum großen Teil nicht selbst designen oder anfertigen, möchten sie auf ihrer Homepage aber damit werben. Siehe Screenshot vom Reiter, liebevoll designte Schmuckstücke. Das blenden wir euch auch mal kurz ein. Hier, wenn man es bei Google eingibt, war in der ersten liebevoll designte Schmuckstücke. Be Grace, Jewelry und Hair Accessoires. Also ist das für mich eine Täuschung, ob bewusst oder unbewusst, das sei dahingestellt. Man will das ja gar nicht denen unterstellen, ja, was Böses. Aber es ist nicht korrekt, ne? Deswegen habe ich die Frage gestellt. Und viertens, ist Ihnen bewusst, dass der Käufer sich damit vielleicht belogen oder betrogen vorkommt? Schließlich erweckt es den Anschein, dass alles selbst designt ist. Ganz höflich geschrieben, 4 glatte Fragen. Man braucht einfach nur darauf zu antworten. Die gute Dame schrieb aber Folgendes zurück. Ihre Fragen haben wir übrigens gegenüber der Presse schon längst ausführlich beantwortet. Wir wiederholen unsere Antworten gerne im Telegram-Stil. Die sachlich geäußerte Kritik einzelner unserer Kundinnen haben wir bei der Darstellung der Produkte in unserem Webshop zur Vermeidung von Missverständlichen deutlicher zwischen den selbstdesignten Produkten, das eigene Hummeldesign ist wohl selbstdesignt, und der Auswahl nicht selbstdesignter Produkte differenzieren könnten, haben wir ernst genommen und durch eine Anpassung der Darstellung berücksichtigt. Sehr gut, Amen. Finde ich gut. Zum Thema sachliche Kritik, ja? Sachlich geäußerte Kritik, für die wir immer dankbar sind, haben wir entgegen ihrer falschen Behauptungen nicht gelöscht, sondern nur solche Personen geblockt, die uns entweder im BeGrace-Chat oder an anderer Stelle mit Hate-Posts oder Schmähkritik überzogen haben oder von denen dies etwa auf Grund ihres Verhaltens an anderer Seite sicher zu erwarten war. Das war und ist unser gutes Recht. Dann dachte ich, jetzt kommt noch Frage 3 und 4, aber stattdessen kam, genauso ist es ihr gutes Recht, das Thema als YouTuberin zu anderen Zwecken als Berichterstattungszwecken, sprich im Rahmen der Eigenwerbung und Selbstinszenierung erneut aufzugreifen, wenn sie dabei die für alle Medienkanäle geltenden gesetzlichen Regeln beachten. Das heißt, rechtswidrige, falsche Tatsachenbehauptungen und Schmähkritik unterlassen. Sollten sie Wirtschaftsjuristin sein, was von ihnen noch nachzuweisen wäre, wissen sie ja, wo die Grenzen der zulässigen Meinungsäußerung verlaufen. Wenn nicht, sollten Sie einen qualifizierten Juristen fragen, war die Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen zur Unterlassung und zum Schadensersatz verpflichten. Wir möchten schließlich auch höflich daran erinnern, dass auch und gerade Sie als YouTuberin Verantwortung für die Reaktion Ihrer Follower tragen. Hass und Schmähkritik haben uns bislang nicht infolge seriöser Medienberichterstattung, sondern infolge marktschreierischer und wahrheitswidriger Tatsachenbehauptungen aus Social Media, einschließlich YouTube, erreicht. Es kursieren aktuell zahlreiche rechtswidrige falsche Tatsachenbehauptungen im Netz, etwa die Behauptung, wir hätten Produkte Dritter plagiiert, würden bei AliExpress einkaufen oder bei BeGraced würden keine selbstdesignten Produkte angeboten. Die in diesem Zusammenhang von einer ihrer Kolleginnen auf Social Media ganz aktuell als Plagiate präsentierten Produkte sind von uns entworfen. Dafür gibt es Zeugen und Beweisdokumente, die wir in etwaig erforderlichen gerichtlichen Auseinandersetzungen vorlegen werden. Okay. Also, mit anderen Worten, diese ganze Scheiße, diesen ganzen Text da unten hätten wir uns eigentlich sparen können. Wir haben also nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Leider die Fragen, ob man das verstehen kann, dass die Zuschauer sich getäuscht vorkommen, denn es war ja so kommuniziert, ja? Und dann muss man leider, wenn man sich dann so auf dünnem Eis bewegt, doch dann tatsächlich halt damit, ja, da muss man sich mit auseinandersetzen, dass dann die Öffentlichkeit gesagt haben, Moment mal, wen wollt ihr uns hier eigentlich verarschen? Die Sachen gibt es ja auch woanders in den Online-Shops. Plagiatvorwürfe, muss nicht sein, ist einfach vom Großhandel eingekauft, so, ne? Das ist auch nichts Rechtswidriges, ja? Oder, sie würden keine selbstdesignten Produkte anbieten, wenn diese Hummel da irgendwas da selbstdesignt ist, okay, aber dann sind sie in ihrer Pflicht, das genau so vom ersten Tag der Veröffentlichung zu deklarieren, wie ich finde. Ich kann auch nicht einen Online-Shop da entwerfen, kann Socken einkaufen und kann sagen, liebevoll selbst zusammengestellte Socken, und im gleichen Atemzug versuche ich, meine Kritiker, die dann rausfinden, nee, sorry, das ist vom Großhandel, Bruder, beziehungsweise Schwester, das ist nicht selbst designt, dann kann ich nicht sagen,
Freunde, ihr wollt doch alle nur Aufmerksamkeit. Ihr wollt doch alle nur Eigenwerbung und Selbstinszenierung aufgreifen. Das geht einfach nicht. Da muss ich sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe es nicht genau deklariert, es tut mir leid. Aber bitte seht von den Vorwürfen, dass wir plagiieren oder bei AliExpress einkaufen ab, weil das stimmt nicht. Was aber stimmt ist, ja, wir hätten es deklarieren müssen. Wir haben nicht hier alles selbst designt und das war halt einfach nicht richtig von uns. Das wäre eine aufrichtige und völlig in Ordnung gewesen, Entschuldigung gewesen. Aber nein, man geht in die Offensive. Man beschimpft selbst eine Verena, also eine Journalistin Verena Dietrich als Haterin. Man hat sie in einem öffentlichen Interview von Kathi Hummels dann tatsächlich hingestellt als ja, Haterin von den beiden. Dabei ist, und ich kenne Verena und ich hatte auch schon Meinungsverschiedenheiten mit Verena, weil sie mich auch kritisiert hat für Dinge. Zu Recht aber, man kann sich damit auseinandersetzen auf beiden Seiten, weil man ist auch nicht immer einer Meinung. Und dass Verena Hate Speak öffentlich betreibt, das ist halt einfach nicht wahr. Sie macht es natürlich manchmal auch spitz, aber das ist nun mal halt so in der Meinungsmache auch, wenn man auch eine Meinung dazu vertritt und meine Meinung persönlich ist, ihr habt reingeschissen, Big Race, das muss man einfach so sagen und das war keine saubere Arbeit von euch. Und ich weiß nicht, liebe Frau Dirsch, ne, diese ganze E-Mail, unser E-Mail-Verkehr letztes Jahr war ja halt auch so ein bisschen schwierig, aber es ist, wie es ist. Das ist Kathi Hummels, aber damit wir auch jetzt wissen, okay, wie können wir denn so erfolgreich eigentlich werden wie Kathi Hummels, die hat für uns einmal ein paar Tipps ausgepackt. Das blenden wir euch jetzt mal ein. Was muss man machen, wenn man seine eigene Marke aufbauen will? Also was würdest du den Leuten hier raten, die da vielleicht drüber nachdenken? Habe ich jetzt gerade schon vorweggenommen, ne? Ja. Dass man sich wirklich überlegt, was ist mein USP, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Mit was kann ich mich von anderen abheben? Oder auch wenn man, ich sag jetzt mal, habe ich die auch gemacht, kopiert, sollte man halt besser kopieren und nicht schlechter. Und wichtig ist einfach, dass man sich dann auch treu bleibt, ja? Dass man sagt... Ja, schön, oder? Wenn ihr kopiert, dann bitte besser. Gut, das war's für 2023. Wir gehen weiter und zwar in den letzten Teil, meine Damen und Herren, 2024. Und jetzt knallt's richtig. Kommen wir also zum großen Finale, meine Damen und Herren. Und was bringt das Finale so richtig zum Ton? Ja, klar. Nackte Brüste, viel Fleisch und nackte Haut. Meine Damen und Herren, denn, ja, das sagte sich auch Kathi Hummels. Denn die sagte, wenn wir schon aktuell angekommen sind, ganz, ganz unten oder oben, man, ja, da kann man sagen, wie man möchte, dann machen wir das Ganze doch jetzt auch nackt, oder? Und was sie nackt nämlich jetzt gemacht hat, ist nämlich folgendermaßen. Und zwar, sie hat eine Werbung gemacht für ein Kinderbuch. Ja, und zwar das Ganze oben ohne. Es gab so deswegen auch von der TV Movie eine scharfe Kritik, wie von uns allen auf Social Media. Moderatorin und Influencerin, schreibt Julia Mehl von TV Movie, liebt es zu polarisieren, doch für viele Fans ging ihr neuester Werbepost auf Instagram eine Spur zu weit. Ich persönlich finde ja, dass das mit der Oma zu weit ging. Aber irgendwann ist ja auch so, was ist die Grenze? Ja, irgendwann gibt es auch gar keine Grenze mehr, ne? Seit kurzem ist es erhältlich. Das Zuckerfrei-Kochbuch für Kinder von Kathi Hummels. Darin hat die Moderatorin gemeinsam mit einer Kinderärztin und einer Ernährungswissenschaftlerin eine Menge zuckerfreier Rezepte, Tipps und Tricks für Kinderernährung gesammelt. Das Ganze aber war ja 2020. Dort wurde eigentlich das Buch ja gelauncht. Deswegen, wir haben 2024, vier Jahre später. Ja, gut. Doch schon bei der Vorstellung des Buches auf ihrem Instagram-Kanal musste Kathi Hummels einiges an Kritik einstecken. Grund ist aber nicht der Inhalt, sondern wie sie es präsentierte. Oben ohne auf der Couch sitzend hält sie sich das Buch vor den Oberkörper und verdeckt damit ihre nackte Brust. Zu schaut sie leicht schockiert und mit offenem Mund in die Kamera und schreibt: Zucker? Keine Panik, denn es gibt so viele gesunde und leckere Alternativen. Ich glaube, die gute Journalistin hier weiß nicht, dass das Buch eigentlich 2020 schon gelauncht wurde. Inwiefern sie ihre Nacktheit und das Zuckerfrei-Kochbuch verknüpft, löst die 36-Jährige nicht auf und hinterlässt damit einige Fragezeichen bei ihren Followern. Wieso denn, da fehlt ein N, Entschuldigung, aber ich bin ja irritiert von einem Text. Wieso denn oben ohne für ein Kinderbuch, fragt sich ein Fan. Das ist übrigens auch kein Fan. Ich frage auch mal, wer die ganzen Fans sind, ja? Eine andere Userin, das ist es nämlich, das Wort schreibt, wow, jetzt muss ein Kinderbuch schon oben ohne vermarktet werden. Das ist leider absolut unpassend und eieiei, ein Kochbuch für Kinder ist ja gut und schön, aber diese Werbemaßnahme ist ein absoluter Fail. Wie kann man denn für solche Produkte so posieren, kommentiert eine weitere. Geschmacklos, sexualisiert
unpassend. Fans von Kathi Hummels sind schockiert. Scrollt man sich weiter durch die Kommentare unter dem Werbepost, stellt man schnell nämlich fest, kaum eine oder einer hat die Aktion von Kathi Hummels verstehen. Entschuldigung. Viele finden das Verhalten der Influencerin geschmacklos und unpassend, vor allem wegen der Zielgruppe, an die sich die Werbung eigentlich richtet. Ist es ein Buch für Kinder und Eltern? Muss so etwas sexualisiert werden? Und das habe ich mich auch gefragt, für wen dieses Buch jetzt eigentlich sein soll. Für die Eltern oder für die Kinder? Weil eigentlich muss es ja, die Eltern müssen das ja eigentlich kaufen, ne? Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wie die wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, Kathi und ihre Leute da. Und zu welchem Entschluss wir gekommen sind, was sie sich dabei gedacht haben muss, das zeigen wir euch jetzt. Oh, das ist schon mein Schuhe. Kathi, ich muss mit dir was besprechen. Dein Kinderbuch, ne? Ja. Ja, das. Wir müssen irgendwas machen, das läuft nicht so. Nee, wir müssen da irgendwie, keine Ahnung, das irgendwie an den Mann bringen, irgendwie aufmerksam machen. Hast du eine Idee? Ja, aber wir müssen doch irgendwas anderes machen. Du kannst dich nicht ausziehen, meine Kinderbuch, wo es drum geht, um zuckerfreie Ernährung. Also entweder du willst, dass ich den Scheiß an den Mann bringe, beziehungsweise ans Kind, oder nicht. Also sollen wir oder sollen wir nicht? Ja, aber können wir das denn moralisch, ist das vertretbar? Scheiß drauf, der Inhalt, damit kann ich nicht punkten. Zeig mir meine Titten, habe ich eh schon den Playboy gemacht. Juck ihn, okay? Ja, dann zieh dich aus, wie du meinst. Drei Wochen später. Ja, schön, oder, Frau der Nacht? Das anderes kann es eigentlich nicht gewesen sein, oder? Real Talk. Weiterhin heißt es, ich bin geschockt über die Präsentation, schreibt eine Userin und erhält für diesen Kommentar einige Likes und sogar Profis melden sich zu Wort. Die Agentur Mainwunder Media House kommentiert unter dem Kathi-Post, wir sind auf die Bewerbung von Büchern mit Promis und Influencern spezialisiert, aber von dieser Umsetzung der Werbung hätten wir doch dringend abgeraten. Es ist nicht das erste Mal, dass Kathi Hummels mit ihren freizügigen Aktionen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch in anderen Posts auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich die 36-Jährige wenig bekleidet. So, aber was sagt denn jetzt Kathi Hummels zu dieser ganzen Erklärung? Denn die hat dazu natürlich auch Stellung genommen. Kathi Hummels schreibt nämlich auf Instagram dazu mit einem weiteren Post: Zucker macht krank, 3 Ausrufezeichen, darauf möchte ich aufmerksam machen. Ich selbst ernähre mich seit Jahren zuckerfrei und achte auch bei meinem Sohn auf eine gesunde Ernährung. Viele Eltern und auch Kindern ist das nicht bewusst. Dazu kommen wir gleich. Und jetzt seid mal ehrlich, hätte das stark diskutierte und kontroverse Foto euch genauso festgehalten, wenn ich nur im Jogginganzug auf dem Sofa gesessen hätte? Ich denke nicht. Hier für euch die ordentliche Version, wie ich sie gerne schon zu Beginn gepostet hätte. Aber wie gesagt, Aufmerksamkeit hätte ich damit nicht generiert und dieses Thema beschäftigt mich seit vielen, vielen Jahren. Ich selbst esse gar keinen weißen Zucker. Bei Ludwig gelingt es mir zu 80%. Die anderen 20% entscheidet er. Ja, ich finde, das kann man doch mein Kind entscheiden lassen, oder? So ein ganz kleines. Wie viel Prozent Zucker möchtest du essen, mein Kind? Das Bewusstsein für Ernährung sollte am Kindesalter gefördert werden. Du bist, was du isst. Und allererstes muss ich dazu sagen, ja, ist es so, Kathi. Aber dann habe ich ein bisschen nachgekramt in meinem Gehirn. Ich habe doch in dieser einen Doku etwas gesehen. Das zeigen wir euch jetzt mal kurz. Also, die bringt immer alle mit. Oh, endlich gibt's was zum Essen. Ja, der Ludi hat schon ein bisschen Hunger. Ja, der wollte ja unbedingt einen Schokoladen. Der hat schon einmal reingebissen. Familie bedeutet für mich alles, weil ich genau weiß, dass das die Menschen sind, die immer für mich da sind, egal. Ja, ich weiß es nicht. Also Kathi, ne, das ist so eine Sache. Ich habe wirklich, und da kommen wir nämlich zum Schlussplädoyer, meine Damen und Herren. Ich habe wirklich eine Ambivalenz dir gegenüber. Ich habe deine Doku gesehen, du hast mir sehr leid getan, ich war sehr empathisch, als du geweint hast auf dem Bett. Und ich empfinde eher dieses, es tut mir sehr leid für dich Gefühl. Du tust mir sehr, sehr, sehr leid. Und das meine ich absolut nicht ironisch und auch nicht gehässig, sondern wirklich, es tut mir sehr, sehr leid. Du weinst sehr viel anhand, ne, vieler äußerlichen Merkmale bei dir, kann ich mir ja auch eine Meinung bilden oder eine Idee, warum du diese ganzen Dinge tust. Deswegen, es tut mir sehr leid, dass da so viel bei dir ist, was dich leiden lässt. Und diese Doku hat mich sehr mitgenommen und deswegen bin ich dir gegenüber neutral gestellt. Dieses Video hier soll einfach mal aufzeigen,
was da los ist bei dir in deinem Leben, deinen ganzen Werdegang lang. Und ich habe ja erst bei 2019 angefangen. Das fing ja auch schon viel früher an. Und vielleicht lässt es sich auch mal nachdenken oder deine Berater oder deine Manager, wie du künftig dich in der Öffentlichkeit verhältst. Das Ding ist ja, das ist ja, also jeder Mensch, der auch nicht sonderlich viel Kenntnisse davon hat, sieht ja, dass das Ganze nicht gesund sein kann, wie du diese Dinge handhabst. Du bist aber nicht die Einzige. Wir haben ja noch mehr solcher Charakteren auf Social Media. Wir haben eine Anne Wünsche, die durch Skandale und Fettnäpfchen immer auffallen will, möchte oder es tut. Wir haben eine, wir haben ein 24 Tim. Wir haben eine Aline Bachmann. Wir haben einen Erik Sindermann. Ja, das ist alles so eine Kategorie, wo ich dich jetzt auch reinstecken würde, anhand meiner Meinung. Was denn da, warum fragt man sich das? Und dann habe ich natürlich meine befreundeten Psychologen dazu befragt, was das sein könnte, dass so Menschen, dieses Social Media und was dahinter steckt und ja, warum das so ist, weil man fragt sich das ja. Und eine Psychologin, die Esther, die ja auch eine Gerichtsgutachterin ist und schon öfters auch bei mir in den Videos war, die hat dazu gesagt, generell zu diesem ganzen Öffentlichkeitsaufmerksamkeitswahnsinn, also nicht speziell zu den Personen, sondern einfach allgemein, sie sagt, das narzisstische Grundbedürfnis nachgesehen und anerkannt zu werden, ist ein starker, wenn nicht der stärkste menschliche Antrieb. Social-Media-Plattformen bieten uns heute Gelegenheit, es umfassend befriedigen zu lassen. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit kann sich dahingehend steigern, dass es gefühlt immer auffälligere Darbietungen braucht. Das kann einen suchtähnlichen Charakter annehmen, bei dem der Stoff die Aufmerksamkeit ist. Das muss man auch mal auf sich wirken lassen. Christian Hemschemeier hat dazu Folgendes auch gesagt: Menschen auf Social Media suchen viel Bestätigung und brauchen das für das Ego. Esther hat dann vom Narzissmus gesprochen ein bisschen, ne? Bei manchen sprengt es aber den Rahmen und es gibt einen Skandal nach dem anderen. Das liegt an drei Gründen. Erstens, man betreibt etwas dunkles Marketing und sucht negative Aufmerksamkeit über bewusste Grenzüberschreitung. Funktioniert perfekt in unserer Welt. Man braucht nur dickes Fell. Zweitens, Prägungen und psychische Strukturen sorgen dafür, dass man selber nicht genug Glückshormone produziert und Leere erlebt. Drama kann diese dann kurzfristig füllen. Drittens, schnelles Bekanntwerden ist addictive. Wenn es dann mal hakt oder man älter wird, tut man alles, um im Game zu bleiben. Das kann man auch mal auf sich wirken lassen. Ich fand das wichtig, dass wir auch mal da so ein bisschen professionelle Einordnung haben, weil das ist ja schon sehr auffällig, dass das so spezielle, dass das ja nicht alle auf Social Media machen. Da gibt es ja Unterschiede, ne? Und bei manchen wirkt es auf uns einfach falsch oder krank oder lächerlich. Und ja, das wollte ich einfach nur mal professionell hören. Freunde der Nacht, was soll ich euch sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, zum Nachdenken angeregt. Vielleicht auch selber Influencer zum Nachdenken angeregt, die nicht hier in diesem, die nicht Kathi Hummels sind. Vielleicht Dinge anders zu machen oder vielleicht auch zu sehen, ja, zu diesem Thema. Kinderbuchvermarktung, geht es nur noch oben ohne? Ja, geht es wirklich nur noch oben ohne? Kathi Hummel sagt es ja. Hättet ihr darüber gesprochen, wenn es nicht so wäre? Fraglich. Man könnte ja auch mit Inhalt punkten und es anders schaffen, ja? Aber das ist nur meine ganz bescheidene Meinung. Und das Ganze haben wir natürlich hier satirisch aufgearbeitet, deswegen hoffentlich. Ich möchte Kathi Hummels nicht angreifen. Ich habe versucht, das alles sachlich mit Humor und komödiantisch aufzuarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein kostenloses Abo, das unterstützt uns und motiviert uns für die nächsten Videos. Wenn ihr Ideen habt, was für Videos ich in diese Richtung auch mal weitermachen soll, schreibt mir gerne die Themen doch unten in die Kommentare und dann schaue ich mal rein und dann werden wir das so machen. Ich danke fürs Zusehen und eure ganze Aufmerksamkeit. Ich habe euch lieb. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.